Mal kurz zuhören. Ein Naturkonzert mitten in Wiesbaden. Die Halsbandsittiche der Landeshauptstadt laden mal wieder zum Konzert. Also es gibt sehr wahrscheinlich einige Menschen, die das aufregt oder sonst irgendwie. Aber mich persönlich, ich finde das ganz schön, ja, dass da so etwas mehr Vogelvielfalt in der Gegend ist. Früher hat man halt mal so ein Papagei im Zoo gesehen oder so in eine Fasanerie oder so. Ja. Ja. Jetzt irgendwie ist es auch was Besonderes. Pünktlich zur Dämmerung kommen sie zum Singen. Wie die altehrwürdigen Fischerchöre, nur fliegend. Zur kleinen Nachtmusik. Doch warum gerade nachts und warum in der Stadt? Die haben gerne nachts Licht und Lärm, weil Licht, dann können sie mehr sehen und Lärm hilft gegen Eulen, die ja über die Ohren jagen. Und wenn da Lärm ist, können die Eulen nicht so gut jagen. Und das Licht hilft auch gegen Warane und Affen, die gibt es nun bei uns nicht, aber das haben sie halt noch so drauf. Der Halsbandsittich ist die am weitesten verbreitete Papageienart. 4.000 Tiere in Wiesbaden, 6.000 im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Es gibt relativ verlässliche Zählungen. Eigentlich kommen Sittiche aus Asien und Afrika. 1975 wurde der erste in Wiesbaden entdeckt. Wie er herkam, ist unklar. Sind Sittiche eine invasive Art, die man hier vielleicht gar nicht haben will? Die Stare, die ein paar Bäume weiter in Wiesbaden übernachten, machen bei Kot das größere Problem. Die sind, würde niemand als invasiv bezeichnen, die übernachten aber auch innerstädtisch. Es ist ganz schwierig zu fassen. Sie scheinen kein großes Problem zu sein. Geschlafen und gesungen wird in der Stadt. Gefuttert wird draußen, in den leckeren Obstgärten. Da mag man sie vielleicht gar nicht so leiden. In Wiesbaden gehören sie irgendwie zum Stadtbild. Warum sie sich Wiesbaden ausgesucht haben und nicht Mainz, darüber muss man wohl nicht reden.